Ja, hallo lieben, Christian Schmeier, Partner, Produktionscoach, Psychologe. Letzter Tag, wenn das jetzt alles aufgeht mit dem Hochladen. Der Black Week 25 Code, 25% auf alle meine Kurse auf liebeschip.de. Auch die Bundles könnt ihr mehrfach verwenden, wenn ihr Fragen habt. Versucht es auch rauszuhauen. Und das Video an Supported Liebeschiff, wir versuchen alles zu beantworten. Und die Frage heute ist, Christian, kannst du mal was zu Tantra sagen? Ich bin eine 57-jährige Frau, habe mehrere Bekannte, die davon begeistert sind. Ich persönlich kann mich damit nicht anfreunden, da ich mir eine Bindung, eine tiefergehende Beziehung wünsche und mich der Mangel auch schmerzt. Also, sorry, jetzt muss man erstmal definieren, was mit Tantra überhaupt gemeint ist. Ist es gemeint, dass die buddhistische oder weiß noch nicht mal, ob es buddhistisch, also diese spirituelle Tradition mit, wo es darum geht, wo es um viel mehr geht als Sexualität, wo es auch darum geht, diese Energie irgendwie eben nicht auszuleben, sondern zu transformieren in höhere Bewusstseinszustände mit allen Pipapo. Ist das gemeint oder sind damit, was wir heute ja viel haben, so sexuelle Wellness-Angebote gemeint, sag ich mal. So, ne? Womit unter Umständen wenig, ich bin da komplett neutral, ne? Ich sag's nur, mit vielleicht wenig Grenzen, habe ich zumindest auch mal immer wieder gelesen, dann passieren doch Sachen, die man nicht wollte. Dann ist man tagelang auf so einem Seminar, man wird so richtig wuschig im Kopf von dem ganzen Gestreichel und Massieren und dann macht man Sachen, die man vielleicht nicht machen wollte und dann verliebt man sich und dann ist es aber, weiß ich nicht, der andere wollte aber nur, muss ja auch gar nicht im Rahmen, jetzt kann ja auch sozusagen zwischen den Seminareinheiten sein, nachts oder was, passiert irgendwas, was man vielleicht gar nicht wollte und also auch das, wenn man da Bock drauf hat, falls es sowas so Sex, so eine Art Wellness sein sollte, alles gut, ne? Ihr seid erwachsen. Aber ich sag mal so, also gerade wenn wir so ein wackeliges Bindungssystem haben, was vielleicht auch stark auf Sexualität so anspricht, wollen wir einfach vorsichtig sein. Wir wollen, dann will man sich natürlich informieren, man will vielleicht ganz genau rauskriegen, was das ist. Ganz genaue Vorstellungen haben, auf was man sich einlässt oder ob das so das Richtige für einen ist. Ne? Also ist das jetzt wirklich so was Spirituelles oder ist das jetzt KitKat Club Light, sag ich mal. Wie gesagt, und da ist bestimmt jeder Tantra-Anbieter bestimmt ganz anders unterwegs. Da muss man sich wahrscheinlich jeden Einzelnen angucken. Es gibt bestimmt auch ganz, also ich bin sicher, dass es da ganz tolle Sachen gibt, die für manche genau das Richtige sind, ne? Gar keine Zweifel dran. Aber passt auf euch auf einfach, ne? Gerade wo so, wenn so viel Hormone durch die Gegend fliegen, ne? Das muss ich schon ganz klar sagen, ne? Das ist sicherlich, wenn man gerade, vor allem wenn man gerade vielleicht so Liebeskummer hat und schlecht drauf ist, irgendein Anbieter, der irgendwie, weiß ich nicht, wo man gar nicht weiß, was kommt, das wäre vielleicht ein bisschen riskant, aber vielleicht schreibt ihr auch mal drunter in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Ich bin einfach nicht so ein Freund von so, also aus einfach nur aus, weil ich weiß, mit was für ein Klientel ich jetzt hier zu tun habe. Ich weiß auch, wo ich herkomme, was weiß ich. Ich bin einfach immer sehr vorsichtig, was so Sexpositivität angeht oder Sexpositiv-Partys. Kann man alles machen, wenn man, aber wir haben ja schon genug Fälle gehabt, wo Leute ihre Dopaminrezeptoren eigentlich komplett zerschossen haben da oben oder einfach zu viel auf Spaß gesetzt haben und also wie gesagt, in Maßen ist alles gut, aber zu viel, das hat irgendjemand mal gesagt, irgend so ein Schauspieler mit irgendeinem Drogenproblem, glaube ich, hat gesagt, zu viel, irgendwie so zu viel Spaß bedeutet Schmerz oder so ungefähr und da ist sicherlich total viel dran. Also insofern, tatsächlich hatte ich das schon mal zweimal auf meiner Bingo-Card, als ich Single war, hatte mich sogar schon mal angemeldet für sowas, was hatte mich auch erkundigt und hat mir auch jemand empfohlen und also mit, es schien schon sehr spirituell zu sein und ich weiß nicht. Aber da ich immer nicht so lange Single war, ist es dann nicht dazu gekommen und vielleicht ist es auch besser so gewesen, denke ich so. Aber ich kann dass es vielleicht in irgendeiner Lebenssituation irgendeinen Reiz hat, das ist total in Ordnung, ne? Also, wie gesagt, ihr seid erwachsene Menschen. So, aber ob man da jetzt Beziehungen findet, das hast du ja geschrieben, das halte ich natürlich für extrem
fragwürdig. Weil das, also gerade wenn es Richtung Wellness geht, zieht es vielleicht eher Leute an, die so auf kurzfristige Bedürfnisbefriedigung aus sind vielleicht. Ja. Auch schrecken mich Tantra-Männer als mögliche Beziehungspartner eher ab. Vielleicht hast du mal Lust, darüber ein Video zu machen und Tantra umfassender zu beleuchten. Also wie gesagt, in die Tiefe gehen kann ich leider nicht. Da schreibt bestimmt irgendjemand was drunter, weil ich es einfach nicht genug Wissen habe. Hab ein bisschen was gelesen, so, aber wie gesagt, das ist so ein bisschen, würde ich jetzt mal so bauchgefühlmäßig sagen, so ähnlich wie wenn du einen Partner suchst bei Salsa tanzen, ne? Also da kann man bestimmt ganz viele Leute kennenlernen, das ist bestimmt auch hot und sexy, aber also zumindest aus so Tanzszenen habe ich schon häufig gehört, dass es eben auch so ein bisschen toxi-toxi ist, weil die Leute vielleicht doch eben gerade nicht auf Beziehungen aus sind, sondern einfach nur Bestätigung und kurzfristige Bedürfnisbefriedigung und vielleicht auch nicht mal ganz ehrlich sind. Also insofern, ja, ich wäre da sehr vorsichtig. Aber ich muss auch sagen, ich habe ja von vielen Sachen viel Negatives gehört. Ich muss sagen, dass mir jetzt noch keiner geschrieben hat, aber das mache auch einfach man kann auch andere Gründe haben. Ich habe jetzt noch keine konkrete E-Mail von jemand, der auf dem Tantra-Workshop negative Erfahrungen gemacht hat. Also das ist einfach nur, wohingegen ich schon viele E-Mails bekommen habe, also jetzt nichts gegen Buddhismus, aber erstaunlich viele E-Mails, die irgendwie im Zusammenhang mit buddhistischen Zentren irgendwie stehen, keine Ahnung. Also es ist ja nicht so, dass ich nicht absolut alle möglichen E-Mails kriege, aber tatsächlich hat mir jetzt noch niemand geschrieben, ich habe XY Toxisches in so einem Tantra-Seminar erlebt, das muss ich auch ganz klar sagen. Ja, macht die folgenden Kurse, wenn ihr noch Fragen habt, haut sie auf das Video, schreibt uns und wir sehen uns bald wieder, ciao, ihr Lieben.